Hallo Leute, was geht? Und ja, heute gibt es ein Video, wo ich so dachte, also eigentlich hatte ich es jetzt schon länger geplant und dachte dann so irgendwie, hey, heute machst du das jetzt. Und zwar, wie ihr schon im Titel lesen könnt, geht es um wirklich die größte Herausforderung meines Lebens. Und das ist schon so echt gemeint, weil das ist halt für mich persönlich eine Riesensache. Wie ihr wisst, mache ich auch immer wieder so ein bisschen über mein eigenes Gewicht ein bisschen so Späßchen. Auch in meinen eigenen Videos, ich nehme mich da eigentlich nicht besonders ernst. Und das ist auch gut so. Ich habe einfach so damit gelernt, umzugehen über die letzten Jahre. Wie ihr vielleicht wisst, ich habe es auch schon in ein paar Videos gesagt, ich hatte eigentlich schon, solange ich mich zurückerinnern kann, immer Probleme mit meinem Gewicht. Das war mal mehr, mal war es weniger. Aber es war nie so, dass man jetzt sagen hätte können, wow, jetzt bist du wirklich richtig schlank. Richtig gut, so kann man jetzt sich präsentieren, voll geil. Also so war es halt wirklich bei mir einfach noch nie. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich so, dass ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ich aussehen würde, wenn ich wirklich einfach richtig schlank wäre oder einfach wirklich so normalgewichtig. Einfach, dass man halt am Spiegel steht, sich an den Bauch greift und einfach keine Hand mehr so, halt also in seinem Bauch so. So, das wäre halt für mich ziemlich geil. Und das ist auch eigentlich das, wovon ich schon lange träume. Einfach, ich will nicht dürr sein, ich will einfach nur schlank sein und einen sportlichen Körper haben. Natürlich, ich bin mir vollkommen darüber bewusst, ich bin selbst daran schuld, dass ich den noch nicht habe. Jedoch hat das halt bei mir schon einen krassen Hintergrund. Da kann man nicht einfach irgendwie sagen, boah, ja komm, ganz ehrlich, ich hätte halt nicht so viel gegessen, du Spaß. Ich weiß nicht, wer von euch das Draw My Life von mir kennt. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, den mache ich jetzt mal hier kurz die Zusammenfassung, was auf dieses Thema bezogen hin gilt. Also es ist halt so, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 Jahre alt war. Daraufhin, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe heute keine Emotionen mehr damit. Das heißt, ich weiß nur noch, wie es ist, aber ich fühle mich dabei nicht mehr schlecht. Daraufhin habe ich halt angefangen, ziemlich Frustfressen zu betreiben. Habe auch wirklich regelmäßig den Kühlschrank leergeräumt. Meine Mutter hat es nicht geschafft, mich vom Kühlschrank wegzuhalten. Ging auch gar nicht, weil sie musste ja auch arbeiten. Das heißt, ich war sehr viel zu Hause. Alleine natürlich auch. Dementsprechend habe ich echt essen können, was ich wollte, wann ich wollte und habe halt auch nicht damit aufgehört. Das führte dann irgendwann dazu, dass ich im Alter von 13 Jahren 1,70 Meter groß war und 86 Kilogramm gewogen habe. Das ist gerade für einen 13-Jährigen, der noch nicht diese Grundmuskulatur eines Erwachsenen hat, also eigentlich so gut wie gar keine Muskeln, ziemlich fett. Also ich muss echt sagen, ich hatte damals echt einen Bauch. Und ja, wie ihr vielleicht auch in dem Draw My Life gesehen habt, wurde ich auch in der Schule sehr gemobbt deswegen. Ziemlich fertig gemacht, hat mich auch sehr getroffen. Mir ging es richtig scheiße und zwar so richtig, richtig scheiße. Und habe dann da auch wirklich das erste Mal in meinem Leben richtig abgenommen, indem ich aber damals eigentlich, heute würde ich es anders machen, einfach deutlich weniger gegessen habe und noch ein bisschen Sport dazu. Interessanterweise hat es wirklich funktioniert. Ich habe innerhalb von 16 Wochen 16 Kilogramm abgenommen und hatte dann am Ende noch, ich glaube, 71 oder 72 Kilogramm. Aber trotzdem war ich irgendwie nicht so richtig dünn. Das hat mich dann aber irgendwie wieder gefrustet. Ich habe wieder angefangen zu essen und ja, was sollte anderes passieren? Ich habe natürlich auch wieder zugenommen. Essen ist für mich was ganz anderes, glaube ich, als für viele andere. Es ist bei mir durch diese Zeit von früher wirklich so krass drin, dass ich jedes Mal, wenn ich gerade nichts zu tun habe, ohne dass ich was dafür kann, einfach Hunger bekomme. Also jetzt nicht einfach irgendwie so, man könnte ja, sondern wirklich so das Verlangen danach, jetzt etwas zu essen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich bei anderen Leuten sehe, dass sie es irgendwie überhaupt nicht so haben wie ich. Ich habe es auch schon mal in einem Video gesagt, ich kann abends zum Beispiel, wenn man irgendwie zusammen einen Film guckt oder Fernsehen guckt und dann jemand irgendwie kommt und Erdnüsse oder so hinstellt. Es ist mir eigentlich grundsätzlich erstmal nicht möglich, keine davon zu essen. Es ist so krass, dass ich wirklich manchmal was gegessen habe, ohne es zu bemerken, dass ich was gegessen habe. Es ist einfach passiert. Das ist halt wirklich was, wo ich sage, ist das noch normal? Also ich kann mich da jetzt auch nicht selbst diagnostizieren, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen was mit einer Essstörung zu tun. Und naja, ich mache jetzt auch nicht ungern Sport, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, heute muss ich unbedingt wieder einen halben Marathon laufen. Sondern es ist so, ja, ist schon nicht schlecht. Und dann danach wieder so, oh scheiße, ist das anstrengend, ich glaube, ich mache das nie wieder. Also ich bin eigentlich so vom sportlichen Level her so ein typischer Gelegenheitssportler. Wenn man mich fragt, ob ich mitmache, dann mache ich auf jeden Fall in 80-90% der Fälle mit. Deswegen bin ich auch nicht unsportlich, aber ich bin halt auch nicht sportlich. Dazu kommt halt natürlich auch noch eben, dass ich halt YouTube den ganzen Tag mache oder halt eben auch noch andere Projekte und dadurch halt wirklich sehr viel Zeit
im Büro, also eigentlich mein Arbeitszimmer zu Hause verbringe. Das heißt, besonders viel Bewegung ist da grundsätzlich erstmal nicht drin. Es sei denn eben, ich sag mir wirklich, okay, heute gehst du jetzt joggen oder so. Und es ist halt auch wirklich so, dass ich in der Hinsicht nicht gerade mit besonders guten Genen gesegnet wurde. Also wenn ich abends um 20 oder 21 Uhr noch eine Pizza esse, so eine Tiefkühlpizza, habe ich am nächsten Tag 300 bis 500 Gramm mehr auf der Waage. Kein Witz. Und das hat nichts damit zu tun, wie ich früher gegessen habe oder so. Ich musste wirklich schon immer unglaublich drauf aufpassen, was ich esse. Ich habe mich sogar schon prüfen lassen. Der Doc hat gesagt, dein Blutbild ist absolut top. Also daran liegt es irgendwie nicht, an einem Hormonmangel oder so. Deswegen muss ich mich leider einfach damit abfinden. Dafür habe ich andere Stärken. Mein Penis zum Beispiel ist ziemlich groß. Was? Naja, dann könnte man eben auch argumentieren, ja, wenn es dich so sehr stört, wieso hast du noch nichts dagegen gemacht? Das ist eben genau die Sache. Ich fühle mich, oder beziehungsweise ich habe mich so daran gewöhnt, an den Zustand, wie ich jetzt bin. Also ein bisschen pummelig halt. Naja, eigentlich schon pummelig, aber jetzt nicht dick, sondern einfach so ein bisschen kuschelig, wie Frauen gerne sagen. Ich habe mich einfach so sehr an diesen Zustand gewöhnt, weil ich es auch überhaupt nicht mehr anders kenne oder überhaupt nicht anders gekannt habe, dass es für mich der Normalzustand ist. Das heißt, ich kann es mir eben gar nicht vorstellen, wie es wäre, dünner zu sein und kann mich auch dementsprechend nicht unwohl fühlen. Natürlich denke ich dann, wenn ich irgendwie im Schwimmbad bin oder eben dann wirklich mal richtig sportliche Kerle sehe, so vom Oberkörper, denke ich auch so, okay, hast du jetzt nicht. Da ärgert es mich dann wieder sofort, weil ich so denke, irgendwie bei anderen scheint das einfach totaler Standard zu sein, ohne dass man was dafür tun muss. Dann ärgere ich mich sehr darüber. Aber wie gesagt, insgesamt mega unwohl fühlen tue ich mich darin ja auch nicht, sonst hätte ich es ja schon lange geändert. Aber es ist ja eben nicht so, als wäre es für mich unmöglich. Auch wenn es für mich vielleicht schwerer ist als für andere oder vielleicht sogar deutlich schwerer als für andere, ist das keine Ausrede zu sagen, okay, ich bin einfach mein ganzes Leben lang irgendwie pummelig, dick oder vielleicht sogar irgendwann noch fett. Da bin ich einfach vom Charakter her anders. Ich war bisher einfach ein bisschen gemütlich, vielleicht auch ein bisschen faul, aber ich bin nicht der Typ für Ausreden. Und darum, weil bei mir eigentlich gerade alles sehr gut läuft, habe ich mir gesagt, okay, wenn jetzt gerade alles schon so gut läuft, dann fängst du jetzt auch damit an. Es ist nicht so, dass ich mich bisher ungesund ernährt habe. Im Gegenteil, die letzten anderthalb Jahre habe ich eigentlich schon ziemlich auf die Ernährung geachtet. Aber das bringt dir alles nichts, wenn du zu viel davon isst. Klar habe ich auch mal Ausnahmen gemacht, habe auch mal eine Pizza gegessen, habe auch mal Eis gegessen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie jetzt ständig von irgendeinem Scheiß ernährt hätte. Hallo? Ja, hallo. 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 Ja, hey. Hey. Wow. Schade eigentlich. Die Frau, die jetzt hier gerade mit dem Hund war, die hätte ja eigentlich absolut perfekt für ein Abnehmen-Video hier hingepasst. Nein, auf jeden Fall, Freunde, egal wie schwer es für mich ist, es ist keine Ausrede zu sagen, du musst dein ganzes Leben lang jetzt einfach mit dieser Figur leben. Viele Leute suchen sich ständig irgendwo Ausreden und sagen, ja, das ist halt so, so bin ich halt. Ob das jetzt eben auf sowas wie Fettleibigkeit bezogen ist oder auf irgendeine Fähigkeit, die sie nicht haben. Wo ich mir immer so denke, so, ich war vor ein paar Jahren auch noch ein ganz anderer Mensch. Also kann mir keiner sagen, dass man einfach mal so ist, sondern man macht sich eigentlich selbst zu dem eben. Das jetzt mal einfach allgemein gehalten, auch wenn man es im Leben manchmal einfach schwierig hat und andere und schwierigere Startbedingungen hat als andere Leute, ist das keine Ausrede zu sagen, mir muss es jetzt deswegen in der Sache mein ganzes Leben lang schlecht gehen. Und wenn du eine scheiß Kindheit hattest, ist doch scheißegal, ist doch passiert. Es ist einfach, und das muss man verstehen, es ist nicht wichtig, was in der Vergangenheit passiert ist, weil die kannst du eh nicht mehr ändern. Wichtig ist nur, was du aus der Zukunft machst. Nur wenn du die ganze Zeit mit den Gedanken in der Vergangenheit lebst und sagst, oh, damals war alles so scheiße und deswegen bin ich jetzt heute, wie ich bin. Mag sein, dass du deswegen heute so bist, wie du bist. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass du deswegen auch so sein musst, wie du jetzt schon bist. Das wäre ja überhaupt keine Veränderung in deinem Charakter. Das wäre ja total traurig. Deswegen, wie gesagt, auch wenn man es schwerer hat, ist das kein Grund zu sagen, ich muss jetzt deswegen mein gesamtes Leben lang so sein. Und genauso sehe ich das jetzt eben auch in der Sache. Ich möchte mit euch zusammen, es ist kein Fitnesskurs, wo ich jetzt euch sagen werde, so trainiert man und so wird man fit und so kriegt man Muckis und so, keine Ahnung. Ich möchte euch einfach nur daran teilhaben lassen, wie ich jetzt abnehmen werde. Ich könnte auch sagen, wie ich versuchen werde abzunehmen, aber das würde schon wieder die Möglichkeit einbauen, dass ich daran scheitere. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich nicht scheitere, weil ich eigentlich mittlerweile sehr viel Selbstvertrauen in mich selbst habe. Ich weiß, ich habe das auch schon öfters mal gesagt in Videos, das ist mir vollkommen klar. Aber ich sage das jetzt extra auch und das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt ein Video darüber mache. Umso mehr Leute wissen, dass ich das vorhabe, desto peinlicher wäre es zu sagen, nee, ich gebe jetzt auf. Und wenn ich mir überlege, dass irgendwie meine Videos jetzt mittlerweile durchschnittlich irgendwie 90.000 Leute anschauen, dann ist das schon eine Aussage. Und vor 90.000 Leuten will man eher nicht failen. Deswegen
ziehe ich das jetzt besser mal durch, sonst wird es nämlich echt bitter. Sonst kann ich mir nachher 2 Jahre lang in den Kommentaren anhören, wieso ich das nicht geschafft habe oder warum ich da nicht weitergemacht habe. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich es jetzt lieber. Ich werde auch immer wieder Videos darüber machen, vielleicht wöchentlich, vielleicht alle 2 Wochen, in denen ich euch darüber berichte, was meine Fortschritte sind, was ich dabei gelernt habe, was ich an neuen Erfahrungen gesammelt habe. Ich meine, ich weiß eigentlich mittlerweile schon recht viel über meinen Körper so, aber trotzdem kann ich euch und will ich euch da auch immer noch ein bisschen was berichten, weil ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die genau dasselbe Problem haben wie ich, dass auch ihr vielleicht Motivationsschwung kriegt und sagt, so, jetzt fange ich auch an. Ich möchte dabei aber ganz klar sagen, es geht nicht darum, sich runterzuhungern. Es geht nicht darum, die übelste, ultra krasseste Fitnessmaschine zu werden, sondern es geht darum, mit gesunder Ernährung, einer guten Dosis an Sport und vor allen Dingen, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, mentaler Disziplin da durchzugehen. Der aktuelle Stand ist, ich bin 22 Jahre alt, 1,90 Meter groß und wiege heute 105 Kilogramm. Das ist unglaublich viel eigentlich. Und mein Zielgewicht nach dem BMI ist 80 Kilogramm. Das heißt, ich sollte 25 Kilogramm abnehmen. Und zwar rein aus dem Status, wie es jetzt ist. Wenn ich natürlich Muskeln und so weiter aufbaue, was passieren wird, werden die 80 Kilogramm wahrscheinlich schon wieder mager irgendwann. Deswegen könnte es sein, dass es am Ende auf 85 Kilogramm oder so rausläuft oder vielleicht sogar 87, weiß man noch nicht. Aber auf jeden Fall 25 Kilogramm Fett verlieren. Auf jeden Fall ist das meine Mega-Challenge meines Lebens. Und es ist nicht nur wichtig, eben das zu schaffen, sondern ist vor allen Dingen dann auch wichtig, das langfristig zu halten. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr das unterstützt, wenn ihr auch dabei seid. Und ja, keine Ahnung, falls ihr das cool findet, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video ist, bestimmt schon wieder viel zu lange. Ich werde euch dann auch manchmal vielleicht ein paar Produkte zeigen, die mir geholfen haben, die ich cool fand. Nicht, weil ich dafür werben will, sondern weil es dann einfach wirklich meine Meinung ist. Und yo, dann bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Und merkt dann nachher jetzt gleich am Computer, scheiße, hättest du mal gemacht, ne? Aber egal. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt wieder ein bisschen was mehr über mich. Ich weiß nichts über euch. Und dann würde ich sagen, hau mal rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin, mach's gut, haut rein. Ciao und bis dann.